Fellpflege ist wichtig, das wissen natürlich alle Katzen unter euch. Aber wie sieht das denn bei Tourenskifellen aus? Diese erfordern ja vielleicht eines Tages die ein oder andere Minute Pflege. Schauen wir uns das doch heute mal kurz genauer an. Erstmal zu einer kleinen grundsätzlicheren Info. Tourenskifelle sind heute immer öfter aus synthetisch gefertigt. Jedoch gelten die meisten Pflegehinweise, die ich euch heute vorstelle, auch für Mohairfelle. Klar ist, dass ein Tourenskifell zwei Seiten hat und dementsprechend gibt es auch zwei Seiten, um die man sich regelmäßig kümmern kann und sollte. Denn Tourenskifelle sind ein Gebrauchsgegenstand, dessen Lebensdauer verlängert und verkürzt werden kann. Je nachdem, wie viel Wert man auf die zwei wichtigsten Punkte legt, Pflege und Lagerung. Und Lebensdauer bedeutet dann letztlich auch nichts anderes als Ersparnisse, denn wer seltener neue Felle kauft, spart langfristig Geld. Also jetzt aufpassen, dann kann nichts schiefgehen. Fangen wir mit der Klebeseite an. Die Klebeseite lebt vom Kleber. Aber dieser Kleber kann vor allem durch groben, aber auch durch feinen Schmutz sehr stark beansprucht werden. Immer wieder sehe ich Leute auf Tour, denen die Felle beim Abheben des Skis stellenweise herabhängen. Das fördert die Abnutzung der Felle, verringert den Halt und die Sicherheit und kann dementsprechend schnell auch mal ein Sicherheitsrisiko darstellen. Soweit sollte es aber eigentlich nie kommen, wenn man sich um seine Klebeseite auch gut kümmert. Für den groben Schmutz ist die Reinigung eigentlich sehr einfach, wenn auch etwas zeitaufwendig. Dafür schnappt man sich eine Pinzette und setzt sich mit Engelsgeduld hin und entfernt Haare, Staub und andere Verschmutzungen von der Klebefläche. Über die Zeit kommt da nämlich tatsächlich auch schon ganz schön was zusammen. Doch auch feinerer Dreck lagert sich über die Zeit auf der Klebeseite ab, was die Haftungseigenschaften enorm beeinflussen kann. Dafür braucht es entweder ein feuchtes Tuch oder auch einen Reinigungsspray. Der Reinigungsspray wird aufgetragen und kann dann mit einem Schwamm wieder abgewischt werden. Danach die Klebeseite gut abwaschen und das Fell vollständig trocknen lassen. Jedoch Achtung, nicht alle Felle dürfen mit Reinigungsspray behandelt werden. Manche Felle erlauben auch eine Reinigung mit Wasser. Deshalb hier am besten auf den Pflegehinweis eurer Felle schauen, da stehen die Möglichkeiten zur Reinigung immer auch drauf. Übrigens keine Angst vor Wasser allein auf der Klebeschicht. Womit und wie ein Fell gereinigt werden kann, hängt vor allem von der Art des Klebers ab. Grundsätzlich werden Felle hier nämlich in Hot-Melt-Felle, Hybrid-Felle und Adhäsionsfelle unterteilt. Alle brauchen eine mehr oder weniger unterschiedliche Behandlung. Bei Hot-Melt-Fällen funktioniert eine Reinigung leider gar nicht so einfach. Hier ist der Hersteller die beste Adresse. Hybridfälle und deren Klebeflächen können einfach mit einem entsprechenden Spray gereinigt werden. Die Adhäsionsfälle bevorzugen eher das klassische Spülmittel. Wenn Fälle irgendwann gar nicht mehr kleben, weil die Abnutzungen schon zu groß sind, dann hilft letztlich nur noch die Klebererneuerung. Hierfür würde ich persönlich aber empfehlen, die Fälle eher einzuschicken. Wenn man das einmal falsch macht, dann hat man, ja, dazugelernt. Bei der Erneuerung des Klebers etwas falsch zu machen, das bedeutet nämlich im blödesten Fall auch eine Investition in ein neues Fell. Die Neubeschichtungen kosten bei den Herstellern in der Regel aber wirklich deutlich weniger als ein neues Fell. Wer sich aber dennoch an dieses Unterfangen wagen möchte, dem packe ich unten in die Videobeschreibung einen Link zu einem sehr, sehr guten Video, in dem das relativ gut beschrieben wird. Grundsätzlich sollte man aber erst immer mit einer Reinigung starten, bevor man an den Kleberaustausch denkt. Schauen wir uns jetzt die Felloberfläche an, also die Seite, die letztlich auch Schneekontakt hat. Auch diese profitiert maßgeblich von einer simplen Reinigung. Tatsächlich ist es hier so, dass man Verschmutzungen gerade auf schwarzen Fellen nicht sehr gut sehen kann. Deshalb kann man auch hier versuchen, mit einem feuchten Tuch über die Fellseite zu streichen. Sollte man mit dem Strich keinerlei Erfolge haben, kann man die einzelnen Verunreinigungen auch gegen den Strich gut entfernen, ohne das Fell zu beschädigen. Doch Gleitprobleme löst man mit diesem Ansatz leider nicht. Für bessere Gleiteigenschaften und weniger Wasseraufnahme durch die Haare hilft aber vor allem ein Wachs. Aber bevor ihr das Haarwachs jetzt aus dem Badezimmer holt, stopp, das meine ich nicht. Tatsächlich gibt es von den einzelnen Herstellern spezielles Fellwachs zu kaufen. Diese haben die Eigenschaft, die Gleitfähigkeit zu verbessern. Außerdem verhindert das Skiwachs sehr gut das Aufstollen des Schnees. Gerade bei Nassschnee im späteren Winter ist das wichtig. Zur Not hat das Fellwachs übrigens auch die Eigenschaft, das Fell ein wenig zu imprägnieren. In der Regel ist hier aber ein Imprägnierspray natürlich deutlich effektiver. Dieser wird einfach in Gleitrichtung aufgesprüht und die Sache ist nach einer Einwirkzeit erledigt. Imprägnieren, reinigen und mit Wachs pflegen. Mehr kann man einem Fell eigentlich gar nicht Gutes tun. Gleichzeitig bestimmt aber vor allem unsere Lagerung und Handhabung sehr stark, wie oft wir all diese Pflegetipps letztlich brauchen. Über den Sommer, wenn die Felle im Urlaub sind,
sollten sie trotzdem nicht in der prallen Sonne und am Meer liegen. Tatsächlich hilft den Fellen, wenn sie auf ihrer Klebefolie an einem lichtgeschützten und trockenen Ort gelagert werden. Übrigens sind das ironischerweise genau die gleichen Lagerungstipps wie für ein Glas Nutella. Was aber übrigens nicht heißen soll, dass ihr eure Felle in der Küche lagern müsst. Außerdem sollten die Felle vor dem Sommer immer gründlich gereinigt werden. Denn dann können sie, je nach Felltyp, gründlich auf die Klebefolie geklebt werden und im Transportsack geschützt in die Sommerpause starten. Sind Felle extrem durchnässt, sollten sie offen trocknen, also ohne die Folie dazwischen. Das hat den Vorteil, dass sie deutlich schneller trocknen. Übrigens kann es auch durchaus über die Zeit passieren, dass die Fellränder sich abnutzen. Das passiert meistens, wenn man beim Aufstieg immer wieder mal selber in den Skiern hängen bleibt und die Ränder etwas überstehen. Oder aber auch, wenn man in schneearmem Gelände unterwegs ist. Die fransenden Kanten der Felle sollten jedenfalls nicht ignoriert werden. Sie können sich immer weiterentwickeln und so irgendwann das Fell selber zerstören. Daher Fellfransen abschneiden und mit einem Feuerzeug versiegeln. Eure Felle sind im Prinzip eure einzige Hoffnung, wenn ihr im Winter mit Ski auf den Berg kommen wollt. Deshalb solltet ihr sie auch so behandeln, dass sie auch weiterhin eure Hoffnung bleiben wollen. Reinigen, imprägnieren und pflegen. Wenn dann noch die Lagerung passt und Klebefelle auch immer brav ihre Klebefolie kriegen und ihr vor allem so lästige No-Gos wie beispielsweise das Aufeinanderkleben bei Hotmelt-Fellen vermeidet, dann kann langfristig nichts schiefgehen. Gleichzeitig darf man aber auch nicht enttäuscht sein, wenn ein Fell nach 200 Touren in den Ruhestand gehen will. Dann kann man natürlich auch die Klebeseite erneuern lassen, aber irgendwann ist einfach mal Schluss bei einem so hart genutzten Gegenstand. Gleichzeitig macht es eben wie angesprochen einen großen Unterschied, ob man sein Fell nach 100 Touren aussortiert oder vielleicht erst nach 200 Touren. In diesem Sinne, schaut auf alle Felle auf eure Felle. Erfolgreiche und schöne Touren wünsche ich euch auch natürlich an dieser Stelle. Wenn euch das Video geholfen hat und ihr so Praxistipps interessant findet, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Pflegetipps sind ja meist nicht so cool, aber wie findet ihr beispielsweise Pflegetipps zum Thema Steigeisen, Pickel und Co.? Auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!